Hi und herzlich willkommen zurück. Und ich muss mich erstmal entschuldigen für die Hälfte der letzten und die komplette vorletzte und vorvorletzte Folge. Wahrscheinlich wird es auch gewesen sein. Ja, wegen dem Bild. Also, dass mir das nicht schon längst aufgefallen ist, wo wir die grünen Pillen nehmen sollten. Vielleicht. Ich muss mal gucken. Es gibt, wie gesagt, es gibt ja immer so ein paar gewisse Punkte bei Silent Hill Spielen, wo sich das Ende vielleicht ändert. Kann natürlich gut sein, dass ich halt das Falsche da genommen habe, weil alle Pillen grün aussahen. Mit Sicherheit habe ich die Falsche genommen, dass wir es aber hätten vielleicht so drehen können, dass, naja, Lisa nicht stirbt. Toll. Also wenn das so ist und wir vielleicht mindestens zwei verschiedene Enden haben, ich muss mal gucken, wie das zeitlich ist. Das beschissene Kabel halt. Ja. Dass ich da vielleicht nochmal wenigstens ein anderes Ende rausbasteln kann oder so. Ne, das wäre vielleicht ganz gut. Aber ja. Also sorry schon mal dafür. Nur gut. Also. Unsere Frau. Also wenn ich jetzt an den... Irgendwo hatten wir unsere Frau mal gesehen gehabt, aber ich kann auch gut sein, dass ich das optisch jetzt mit Mary aus dem zweiten Teil verwechsel, dass das vielleicht ein bisschen Ähnlichkeiten war. Naja, wir gucken erstmal, was uns in der eisigen Höhle des Apartments erwartet. Und das ärgert mich halt immer noch so mit den Farben. Ich meine, ich kann es auch nicht in der Nachbearbeitung irgendwie... Gehen wir denn hier hin? Irgendwie retten ne? Oder dass dann noch eine andere Farbe reinkommt. Das Kabel hat halt nicht vernünftig drin gesteckt, obwohl ich es echt böse reingepresst habe vorher, weil ich halt, wie gesagt, Probleme immer mit dem Kabel hatte. Also ich hoffe, das wird nicht ein Dauerzustand werden, gerade wenn ich alte Sachen aufnehme. Ist halt, ja. Ist halt sehr scheiße. Besonders, wir haben ja dann auch nicht mal, wo Lisa dann tot war, ein vernünftiges Bild gehabt, sondern halt das, was da war. Vielleicht kriege ich das für ein... Ich meine, als Thumbnail würde ich es wahrscheinlich sowieso nutzen wollen, wenn ich denn nochmal, und so lange dauert das Spiel ja nicht, das nochmal hinkriegen sollte, was anderes also ein anderes Ende zu erspielen oder so, dass ich das dann wenigstens nochmal irgendwie aufnehme, dass man noch was hat. Oder wenn ich wirklich so schnell dran sein sollte, das glaube ich aber nicht, dass ich vielleicht den Part nochmal dann zeige, also nochmal neu aufnehme, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gehen. Vielleicht fehlt dann, spare ich dann auch eine Folge oder so, wo man halt schon weiß, wie es läuft. Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich das. Aber ich lasse es erstmal so, weil ich halt nicht ganz genau weiß, ob ich es zeitlich schaffe. Na, runter da mit dir. Ich wollte auch nämlich bald sagen. Also eigentlich ist das ja Silent Hill und irgendwo weit runterspringen müsste ja Standard sein. Aber Gott. Kann das sein, dass ich mich ja falsch... Also... Falsch... Ich glaube, ich habe mich falsch bewegt. Aber... Oder muss ich... Okay, hier habe ich bloß einen Stuhl. Oder kam ich jetzt von hier? Kann doch sein, dass ich von hier gekommen bin. Ich bin jetzt davon ausgegangen, okay, wenn ich in die Schwärze gehe, aber hier flimmert es halt nicht. Hä? Kann auch sein, dass es so... Nee, es ist kein endloser Weg. Ich weiß nicht, warum... Also kann auch sein, dass das Geflimmer dann da war, dass wir da hätten wieder eine Erinnerung haben können, aber ich hätte ja gern irgendeinen Orientierungspunkt. Und den sehe ich hier ehrlich gesagt nicht so wirklich. Vielleicht war ich auch schon genau richtig gewesen und hätte einfach weiter latschen sollen. Weil so jetzt, ja, hier habe ich die Mauer. Ich hätte wahrscheinlich wirklich irgendwas in der Mitte finden sollen, oder? Fug. Nachher war ich doch richtig gewesen.
Oder nochmal den Dings finden, also den Stuhl finden. Ich kann jetzt hier die ganze Zeit außen rumlatschen. Vielleicht um Ausgang zu finden. Aber ich glaube eher, wir müssen irgendeine Erinnerung. Und wenn wir nicht wirklich Harry Mason sind, also die anderen Erinnerungen waren ja bloß von den Dorfbewohnern, würde ich gerade sagen, von den Stadtbewohnern. Das hat ja jetzt nicht großartig mit uns zu tun gehabt oder mit der Story. Also hatte ich zumindest nicht so das Gefühl. Ich probiere jetzt hier bloß noch mal in der Mitte irgendwie ein bisschen in der Hoffnung, dass ich vielleicht ein bisschen Geflimmere wieder reinkriege. Nicht, dass ich hier wirklich noch irgendwie eine Tür außen finden muss, wo es lang geht. Das ist halt... Das könnte gefühlsmäßig das lange Gelatsche hier werden. Ja. Also wenn das... Nee. Ich wollte gerade sagen, wenn das zu lange dauert... Ich meine, hier sind auch wieder Sense. Vielleicht wirklich mal in der Mitte latschen. Wenn das zu lange dauert, muss ich halt eh zwischendurch einen Cut machen und dann mal gucken, wie es hier überhaupt weitergeht. Okay, 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 wir haben... Ich höre was. Das ist wieder der Stuhl, ne? Okay, hier sind wir schon mal falsch. Warte mal, ich wollte gerade sagen, ich habe da irgendwas gesehen. Hä, das ist ja schon wieder der Stuhl. Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt versucht, mal nach dem Telefonklingeln zu gehen. Ah, Gottes Willen, nee. Okay, beim Fernseher kann ich nichts machen. Sind wir hier überhaupt irgendwo? Ja, wir sind in dem einen Apartment. Juhu. Da geht's wieder runter. Mal gucken, geht's überall runter? Da geht's auch runter. Ich weiß es nicht. Fällt kacke, wenn wir jetzt wieder einfach bloß runterladen. Obwohl. Okay, ich schätze mal dem Dings folgen. Ah! Ja, na klar. Okay, ich wollte gerade sagen, yo, ist es weg? Nein, ist es nicht. Ja, Schiete! Oh, Spiel, mach nicht so eine Kacke. Ich hätte vielleicht mal vorher speichern sollen. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht mal, wo ich hin soll, Mann! Und die kommen so schnell! Toll. Ist ja überhaupt gar kein fucking Labyrinth. Warte mal. Okay, ich versuch mal weiter dem Dings zu folgen. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Hier wird gekrisselt. Ich habe keine Ahnung. Aber, ja, toll. Ich wollte gerade sagen, das ist ja bloß wieder die Viecher. Aua, aua, aua. Na komm. So. Ey, boah. Wo soll ich denn hier bitte lang? Wo hat man hier mal die Möglichkeit zu sagen, yo, hier sind wir richtig. Das ist ja alles nur... Och, na klar. Gleich drei auf einmal. Also muss ich eh gleich die Fackel nehmen, so wie es aussieht. Ich hab... Pff. Ja, juhu. okay, hier sieht es ganz richtig aus. Und ich habe auch keine Fackel mehr, juhu. Also ich hoffe mal, dass ich hier richtig bin.
Okay, ganz ehrlich, ich speichere vorerst aber mal. Den Weg werde ich nie wieder finden. Das weiß ich genau. Okay, wir haben auch bis in die Tür. Lol, und der Raum ändert sich. Hä? Hä, da war doch gerade was. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass wir vielleicht irgendwie mal Rätsel oder so dann wieder lösen müssen. Jetzt sind wir wieder hier. Der Fernseher läuft aber nicht mehr. Hinter der Couch haben wir auch nichts. Ja, lol, hier läuft der Fernseher wieder. Aber da wir eh keine andere Möglichkeit haben. Oder warte, kann ich jetzt vielleicht mit dem Fernseher was machen? Nee. Okay, ich glaube, wir kommen der Sache wirklich näher. Beziehungsweise irgendwann mal Cheryl auch näher kommen, ne? Ja, natürlich. Bitte, bitte nicht wieder beim selben Dings jetzt, ne? Dass wir wieder die ganze Runde latschen müssen. Ja, sie liebt ihren Papi. Das ist toll. Jetzt sind wir, also, ja, jetzt ist hier, oh. Okay, hier kann ich nicht wirklich wo lang. Hä? Hä? Okay, man sieht's ja. Oh nein. Obwohl, es ist eigentlich ganz cool gemacht. Die Wände sieht man anhand vom Dings. Ah. Aber das müsste ja wieder unsere Frau sein, ne? Oder, also, wahrscheinlich Frau. Bloß, wie komme ich denn da hin? Och nö. Och nö. Ist jetzt wenigstens. Nee, wir sind immer noch da. Na toll. Ich hab keine Ahnung, wohin. Ich glaube auch nicht, dass das einfach nur immer geradeaus latschen. Ist. Ja, lol, von hier kamen wir, ne? Vielleicht hätte ich das einfach mal umwerfen sollen, damit ich sehe, okay, da bin ich richtig. Bin jetzt schon wieder hier, ne? Okay, ich versuch's mal jetzt hier lang. Würde wahrscheinlich aber auch nichts weiterbringen. Das ist halt so von wegen, als ob wir uns unseren Ängsten stellen müssen mit den Viechern irgendwie. Und yeah, wir sind schon wieder hier. Aua, aua, aua. Uah. Das hat's ja vollgebracht. Aber. Oder ist es vielleicht so einfach, dass wir immer die ganze Zeit nur geradeaus latschen müssen? Nee, natürlich nicht. Obwohl, ich kann ja mal hier versuchen, ob ich hier immer nur geradeaus latschen kann. Ist jetzt halt auch nicht so. Spannend, ne? Ergibt sich aber... Toll. Für mich auch kein wirklicher Sinn. Ja, juhu. Wo ich jetzt überhaupt lang muss? Ist das dieses typische Links-Rechts-Links-Gedöns? Ja, juhu. Jetzt bin ich ja wieder hier. Den hatten wir schon. Alter Spiel. Wo soll ich denn...
was, wie, wo? Ich habe aber jetzt auch nicht, wo ich mal was ausloten kann, wie, wo lang. Das ist ja pure Glückssache, ob ich jetzt mal irgendwo hier rauskomme. Oder ist das eine Geschichte, wo man sagt, yo, du musst hier drinnen sterben, damit du rauskommst. Es ist halt... Cheryl, this is your room, but you're not in it. You know, I think we're getting somewhere. We're all tied up in this marriage thing. Marriage worked a lot better when we didn't live so long. We have phrases like the honeymoon is over to remind us how quickly marriages sour. You think I'm being cynical? Divorce does that to you. Come on, you think marriage can really last? Eigentlich schon. Also, ich denke mal, jeder, der heiratet, der geht auch davon aus, ne? Was mir aber gerade eingefallen ist oder aufgefallen ist, weil mir das halt nicht aus dem Kopf geht, von wegen, wir sind nicht Harry oder so, ne? Was ist, wenn er da, der uns die ganze Zeit interviewt, Harry sind und wir, weiß ich nicht, irgendwer anders? Should a couple stay together for the kids? Nein. Also, ich glaube, das tut Kindern vielleicht dann auch nicht so wirklich gut, wenn man halt die ganze Zeit am Streiten ist und lalala, ne? Das natürlich ist getrennt dann auch wieder Kacke fürs Kind, aber ich glaube, generell sollte man das vielleicht nicht machen. Ich meine, ich habe da leicht reden, ich habe keine Kinder, also... Do you think it's a bad idea to marry young? Nö. You think sex becomes stale after marriage? Boah, naja, kommt auf die Partner an, ne? Man kann ja dann vielleicht mal was Neues ausprobieren oder irgendwie so. Schnell glaube ich nicht. Über lange Zeit glaube ich vielleicht schon eher. Aber schnell glaube ich eher. Weiß ich, glaube ich eher nicht. Warte mal, wird es langweilig? Nein. You know what? You being such an expert on marriage, you're going to ace my matchmaker test. On the table are 6 pictures. All you have to do is sort them into 3 married couples. Ja, warte mal, kann ich die mir vorher wieder angucken? Okay, ich weiß nicht, also, weil sie sieht mehr so busy aus. Na, ich weiß nicht, ob das busy ist. Das Ding ist, was erwartet der jetzt von uns? Also der sieht halt ein bisschen von wegen angepisst aus. Und sie genauso. Deshalb würde ich die mal zusammen... Ich weiß halt nicht, auf was das dann im Endeffekt schließen soll. Ob die das überhaupt damals schon so ins Spiel einbauen konnten oder ob das komplett vollkommen irrelevant ist. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, weil das war so das... war so die Geschichte gewesen, wo ich gesagt habe, ja, das hat mich am meisten irgendwie gereizt. Der sieht aber auch schon fast ein bisschen zu alt aus. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt bloß die zusammen, weil die so ein bisschen mürrisch sind.
Und wäre halt cool, wenn das, also falls das so sein sollte, dass uns das Spiel aufgrund dessen analysiert, wofür wir uns hier so entscheiden, und dass da mehrere Sachen eingebaut wurden für den Fall, dass. Das wurde zumindest damals bei Fahrenheit auch so suggeriert. Wenn man dann in einzelne Kapitel reingesprungen ist, hat man gemerkt, okay, das ist relativ unwichtig. Aber für den Moment des Spiels hat es einigermaßen geklappt. Aber das ist halt hier auch kein Fahrenheit. Das sind beides erstmal PlayStation 2 Spiele gewesen. Fahrenheit kam dann zwar nochmal geremastert für die PS4, so für Klassiker und lalala. Ne? Da war das halt nicht so gewesen. Oder bis. Ja doch, das war trotzdem so gewesen, du konntest in die Kapitel reinspringen, hast dann gemerkt, so ja gut, die Entscheidung, die man treffen musste, war jetzt doch nicht so entscheidend. Also hat sich zumindest nicht so angefühlt. Ja, weiß nicht, ich weiß nicht, wie sie es hier gedeichselt haben, ob das überhaupt irgendwas zu bedeuten hat, ob das anhand der Sachen und das so analysiert. Man könnte auch zum Beispiel sagen, er und sie, weil an einem See, also von was man sich da beeinflussen lässt, weil er und sie an der Couch, er hier die beiden im Garten, ne, dass man sagt, so okay, gut, auf die Sachen achtet man. Ich bin jetzt erstmal so, wer eventuell, ich bin jetzt erstmal von der Körperhaltung hier so ausgegangen, obwohl das hier nicht so passt. Ich lasse es einfach mal so. Ich könnte es noch ändern, dann sieht es halt harmonischer aus, sag ich mal, oder dann passender, aber vielleicht ist das auch bloß der Trick dabei. All finished. Ja, ja. Okay. Now tell me, which of those couples are still together? I'm joking. You know I'm just trying to provoke you, right? Yeah. Oh, let's keep going. We're really making progress here. Wenn er das sagt.